Herzinfarkte, eines der Haupttodesursachen in Deutschland, sind mit 7 einfachen Regeln nahezu komplett zu vermeiden. Leider schafft das nur laut einer Befragung von 1933 Menschen ein einziger. Hey, guten Morgen! Kannst du tatsächlich der eine unter den 1333 Menschen sein, der diese 7 Regeln befolgt? Das wirst du heute erfahren. Die American Heart Association hat, Quellen sind wie immer unten in der Infobox verlinkt, 7 einfache Regeln aufgestellt, um sicher zu gehen, dass man quasi die Chance ausschließt, einen Herzinfarkt zu erleiden. Und viele Menschen denken erst daran, diese Regeln zu befolgen, wenn es schon zu spät ist. Schon der erste vollkommen überraschend daherkommende Herzinfarkt kann bereits zum Tod führen. Daher, auch wenn ihr nicht in den erlauchten Kreis derer seid, die alle 7 Regeln befolgen, so versucht sie dennoch zu erreichen. Denn nicht nur der Herzinfarkt, sondern auch andere Zivilisationskrankheiten werden durch diese 7 Regeln verhindert. Die Zahl 1 von 1933 habe ich übrigens aus dem tollen Buch von Herrn Greger, was ich auch unten in der Infobox poste und was ich bedingungslos empfehlen kann. Es ist eins der beiden besten Bücher, die ihr zum Thema gesunde Ernährung finden könnt. Also fangen wir an. Was sind denn die goldenen 7 Regeln, um das Schreckgespenst Herzinfarkt zu verbannen? Erstens: Nicht rauchen. Keinerlei Konsum von Tabakwaren. Klar. Zweitens: Mindestens 22 Minuten am Tag Sport machen, und zwar jeden Tag. Das bedeutet wirklich zusätzlich zu seinem normalen Tagesablauf direkt voller Fokus für mindestens 22 Minuten auf eine sportliche Aktivität. So, wie viele sind noch dabei? Ich glaube direkt der zweite Punkt, der sieht schon 90-95% der Menschen raus. Ne? Mich hätte er auch rausgesiebt bis im Anfang 2017, wo ich es angefangen habe, täglich Sport zu machen, und genauso in der Zeit. Aber es geht doch weiter. Dritter Punkt: Einen gesunden Blutzuckerspiegel haben. Da wird es eventuell für den einen oder anderen Hochleistungssportler, der sich viel mit Energydrinks und Riegeln und raffinierten Zucker zuknallt, auch schon eng. Und gerade in der Gruppe der Menschen, die jeden Tag mindestens 22 Minuten Sport machen, sind da sicherlich auch einige dabei, die da dem Hochleistungssport da anzusiedeln sind. Aber wir sind erst bei drittens, also gesunder Blutzuckerspiegel. So, jetzt kommt viertens, ein normaler Blutdruck. Und fünftens kommt gleich damit keine Fettleibigkeit. Gut, das sind wieder 2 Dinge, die gut mit Sport einhergehen, und wer bisher noch dabei gewesen ist, der wird wahrscheinlich auch immer noch dabei sein. Aber nun kommen 2 Dinge, die auch wieder miteinander einhergehen, aber wo noch einmal viele Menschen rausfallen werden. Und das ist der tägliche Konsum von viel Gemüse und Obst und einem Cholesterinspiegel von unter 150. Das habe ich ja irgendwann schon mal gelesen, und zwar in dem Buch Essen gegen Herzinfarkt. Auch das habe ich ja schon mal rezensiert, findet ihr oben in den Infokarten. Um diese 6. und 7. Regel zu befolgen, muss man sich fast zu 100% pflanzlich ernähren. Das zeigen diverse Testreihen und auch Erfahrungsberichte, um einen Cholesterinspiegel unter 150 zu erreichen. Also wenn wir diese 7 Regeln mal zusammenfassen, wohin kommen wir da? Eine vollwertige pflanzliche Ernährung mit viel Bewegung und das Weglassen von Genussdrogen. Eigentlich so simpel. Aber nur einer von 1933 Menschen kann hier wirklich sagen, das bin ich. Viele kennen gar nicht ihren Cholesterinspiegel und sagen fälschlicherweise, das bin ich. Aber checkt euren Cholesterinspiegel. Unter 150 zu kommen ist nicht so einfach. Wenn ihr tierische Produkte konsumiert, egal wie viel, werdet ihr es sehr, sehr schwer haben. Ich check die 7 Regeln einfach mal jetzt so für mich. Also mein Cholesterinspiegel, der ist bei 109, ich habe euch den ja schon mal gepostet, und als Veganer fühle ich auch den täglichen Obst- und Gemüsekonsum. Blutdruck und Blutzucker sind perfekt, rauchen tue ich nicht, und da sind auch die 22 Minuten Sport am Tag, ich erwähne das bereits. Seit 2017, siehe meine Challenge, kann ich sagen, ich erfülle das tatsächlich auch. Kurioserweise ist es fast exakt die Anzahl der Minuten, die ich intuitiv gewählt habe. Ohne vorher diese Information gehabt zu haben, die ich euch heute präsentiere mit den 22 Minuten, habe ich vorher entschieden, dass ich jeden Tag zwischen 15 und 30 Minuten Sport mache. Das war eine natürliche, intuitive Entscheidung. Also intensiven Sport. Es gibt Tage, wo meine Muskeln zu sind, da mache ich diesen Sport nicht, da tue ich Laufen. Das sind dann 10 bis 20 Kilometer, das dauert dann 2 bis 4 Stunden. Aber ich glaube, das ist dann trotzdem in Ordnung. Ja?
Ja, und Fettleibigkeit, naja, ich habe schon noch ein paar Stellen, wo ich sagen würde, ich bin nicht nur Muskeln und Knochen, also ich habe schon noch auch Fett an mir, auch wenn ich da reduziert habe von 165 Kilo auf unter 100 Kilo, das Video zu meiner Body Transformation, das findet ihr oben in den Infokarten, aber da würde ich sagen, gut, fettleibig bin ich eigentlich nicht mehr, ne? Also Fettleibigkeit nicht, also bin ich einer von 1933, mein Ego ist erfreut. Wie sieht es bei euch aus und wie viel der 7 Regeln könnt ihr bedienen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare, wir sehen uns unten in der Kommentarfunktion. Bis dann, euer Christian, alles Liebe, ciao.